in place. Yes, okay. Do we need to recite again, Dorji Shamsi? Well, we sort of did, I think it will be good. Can I have one book? Yeah. Yeah. Oh, it's here. Okay, thank you. It's okay. They have some. Page 6 again, or? Yes. Seite 6. Yeah, wow.
den Rasone, Doje Changi Gopan Rotopshak, Doje Changi Gopan Rotopshak. Now in this is our last session, and there maybe we have like three sessions in this. We divide in a small. Also das ist heute unsere letzten Zeit zusammen, und das teilen wir vielleicht in drei Abschnitte auf. One just try to explain about what generally about this three element little bit, and then I try to explain and maybe show you how to do this compression. What is that? Zuallererst allgemein zu den drei Elementen etwas, und dann werde ich versuchen euch zu zeigen, wie ihr diese Kompressen macht. And then in the end I try to explain which something that we are very useful in everyday life that we can use in what is explained in this tantra, some important things I try to explain that. Und am Schluss werde ich dann versuchen, noch ein paar Sachen zu erklären, die sehr nützlich sind im Alltag, die von den Tantras kommen. First then also just we yesterday and this afternoon we talk about this three element, no? Wind, fire, flame, these three elements, generally how it works normally in our body, how it heute Nachmittag und gestern auch haben wir über die drei Elemente allgemein gesprochen und wie die generell zusammenarbeiten, also über Wind, über Feuer und über Erde, Wasser. And generally, first thing is how it's also our body is divided to three elements. Generally, we say this flame or earth and water element stays in the upper part of body, head and this. Und unser Körper ist auch in diese drei Elemente aufgeteilt, und generell kann man sagen, das Erdwasserelement, also Schleim, bleibt im oberen Teil unseres Körpers. And fire or bile element is in the middle of the body. Und Feuer oder der Galle, das Element, das ist in der Mitte des Körpers. And wind element, it is in the lower part of body. Und das Windelement ist im unteren Teil des Körpers. It is just generally how it stays. Das wird allgemein so gesagt, so wird it's das gesehen. It's also a little similar that we make in the puja om ahum, no? This three element that we talk. Und das hat auch einen Bezug zu Om Ahung, wie wir das in der Puja machen. White, red and blue or green, I don't know, blue, I think. Also weiß, rot und blau, grün. And generally then also in our life, our whole human life is divided to, also in life, their lifetime, their three elements will be different, you know. When we are child from birth to 12 year or something children, then in our body has more water and this flame element, water and earth element in our body.
Und auch die ganze Lebenszeit ist so unterteilt. Also ein Kind von der Geburt bis es 12 Jahre alt ist, ist der Körper mehr, ist mehr Erde, Wasser und Schleim in die, im Körper. And until 60 or 70, in a young age, our body has more fire element or body. 16 or 17? 60, 70. 60. Until 12 to 60 or 70. The body has more bio. Oh yes, fire element, yeah. Und bis wir dann bis 60, im Alter 60 oder 70, wird es dann mehr von der Galle bestimmt. And after 70, when we become from the age, also generally our wind element will increase in the body. Und dann generell auch später, also nach 70, ist man mehr vom Windelement bestimmt. It is like that child has to normally have to sleep more, no, like that, and that also earth element, water element. Und daher ist auch zum Beispiel, dass ein Kind mehr schlafen muss, da ist das Erdwasserelement stärker. And fire element, young people have more, how to say, energy. Und für junge Leute ist es so, dass die mehr Feuer haben und mehr Energie dadurch auch. And when you become old, generally you can't sleep that much, and then wind element increases in the body. Und wenn man alt wird, kann man generell nicht mehr so viel schlafen, und das ist zum Beispiel auch ein Zeichen davon, dass das Windelement stärker wird. And also that there is a three season, like wind element, it will be come out when it is summer more out and. Und dann gibt es auch drei Jahreszeiten. Also das Windelement ist betonender, wenn man im Sommer. And bile element will be come out in the autumn. It's autumn now. Gallenelement mehr im Herbst. And this flame element, it will come out in more out in springtime. Springtime. Und das Schleimelement wird mehr im Frühjahr bestimmt. And generally, and wind will be a little bit higher in every day, morning and the late afternoon. Und generell gesagt ist das Windelement bestimmender morgens früh und im Spätnachmittag. And type of fire element in will be more increase in the exactly in the midday and midnight. Und das Feuerelement ist stärker am Mittag und auch in der Mitternacht. And flame element mostly in the early morning time it will be. Und das Schleimelement eher ganz früh am Morgen. And that element also when you are disturbed, then that time it will be more symptom will be coming out like this. Und also wenn eine Imbalance besteht, dann ist das auch die Zeit, wenn die Symptome sich mehr zeigen. And these three elements, generally what does in our body normally work is that wind is what we now breathing, you know, and speaking, and also what we toilet and things are all that all done by wind element. Und Bewegungen wie Atem und auch das Sprechen und zur Toilette gehen, das hat alles mit dem Windelement zu tun. And fire element normally what it does is what digests our food and what makes us appetite and things are fire element. Und das Feuerelement ist dafür da, unser Essen zu verdauen und Appetit anzuregen. And also body's heat and also body's brightness, things are all done by bile element. Und auch die Wärme und Hitze des Körpers wird vom Feuerelement gemacht. And flame element that makes our mind more stable and then sleeping and all our joints and skin are more smooth, that things are all done by fire. Und von dem Schleimelement, das hilft bei gutem Schlaf,
Und auch alle Gelenke werden dadurch bestimmt und geölt. And also all the our human being also natural also has a divided to these three aura, then multiplied by three, two together becomes six or seven, no? Divided on all these three elements, all the human being also naturally. Und der Mensch ist an sich dann auch aufgeteilt in diese drei oder auch in multiplizierendes von den dreien, das sind sechs oder sieben. Can you say more about the six or seven? I didn't understand. Normally we divide all the human natural also, naturally human also divided to these three elements. Also die menschliche Natur ist in diese drei Elemente normalerweise auch aufgetaucht. And also then sometime two, like wind and bile together, no? And also become three. No? Ah. And und dann gibt es auch jeweils Kombinationen von denen. Example like naturally for we say who is the belongs to the wind person, they are more body are more not so built up so much, no, little bit smaller, and they are more also not body not gain lot much weight, and they like to talk too much, and they are so sensitive. These people are generally they are more wind character. Also man könnte zum Beispiel einen Windcharakter so beschreiben. Das sind generell Menschen, die sensibel sind und die klein von der Statur sind und empfindsam und nicht und auch viel reden. And also they sometimes like to not naturally sing, and also they easily like to fight, you know, that kind of thing. Und manchmal kämpfen die auch gerne, also streiten sich gerne und singen auch gerne. And when they walk, sometimes they make wind sound, no? When they walk, in their leg, some kind of wind sound. Und manchmal, wenn die laufen, dann machen die auch mit ihren Beinen auch Geräusche, die sind fast wie der Wind. That is just wind personality. Das ist die Wind-Persönlichkeit. And bile personality are built medium, and they are more more hunger and more thirst like this. Und die Gallen, der Gallencharakter, die haben so eher mittlere Statur und haben mehr Hunger und Durst. And they say also they were more proud and like that, and also a little bit smell in the sweats lot in the body. Und die neigen zu Stolz und die neigen auch dazu zu schwitzen. That's are the generally bile person. Also das ist generell über, kann man and sagen, über Gallenpersönlichkeiten. Phlegm personality is just they are more cool, you know, like a body also cool. Maybe they are also not that easy to get, not so sensitive. Und die Schleimpersönlichkeit, die sind ein bisschen mehr abweisend und nicht so sehr sensibel. And their body built up more bigger, and they are more little bit like fat like this. Und little fat, you know? Und der Körper kann schneller auch Fett ansetzen, also die sind schwerere Menschen. And also they are more less sensible than they can face difficulty more easily like this. Also sie sind auch weniger sensibel und können daher auch mit Schwierigkeiten leichter umgehen. And normally all personal are there's each person is difficult to find that exactly one element. Mostly people are Combination also ja. Become three. Und aber so diese reinen Persönlichkeit, die findet man eigentlich sehr selten. Und so meistens ist das so, dass Leute Kombinationen haben von den verschiedenen Elementen. And you ourselves sometimes have to know that we are which our life, which age we are, and then which character natural we have, and which element, weather environment is that also effect on our body.
Und für uns selbst ist das gut zu wissen, also auch von unserem Alter her und von unserer Konstitution her und unserem Umfeld her, was das über uns aussagt als, als Persönlichkeit, welche Elemente da im Vorrang sind. That is just natural, generally in Tibetan medicine, everybody divided on these three elements, how it stays in like. Also so wird das generell gesehen in der tibetischen Medizin, dass Menschen so unterteilt werden in diese Elemente. And here one thing I want to say generally for to a practical way, in normally in our body also divided to two part, no, like upper part and lower part. Und dann möchte ich auch noch generell dazu fügen, dass normalerweise unser Körper in zwei geteilt ist, also der obere und der untere Teil. And this fire element is burning, no? Our upper part of body always more heat, and lower part is more cold all the time. Und generell ist das so, dass das Feuerelement mehr im oberen Teil des Körpers ist, also da ist mehr Hitze, und der untere Teil des Körpers ist kühler. And that reason you try to, if you have heat or something, you try to keep a little bit cooler in the upper part body and try to make it warmer always, more lower part of body is important. Und deswegen ist es auch immer gut, den oberen Teil des Körpers ein bisschen kühler zu halten und Wärme im unteren Teil des Körpers dazu zu fügen, das warm zu halten. And especially if you have a heat or high blood pressure, things like that, you try to make it cooler or open in the upper part, and not, it's good. Ja, und insbesondere auch wenn man hohen Blutdruck hat, dann ist das gut, den oberen Teil des Körpers auch kühler zu halten. And you have back pain or normally cold, you can make more warmer, no, like taking warm bath or things are more, try to do only in the lower part of it, more is more healthier for body, I think. Und wenn man Rückenschmerzen hat oder back pain or what, yes, was yes, the other? Yeah, more any cold problem. Ah. Dann sollte man sehen, dass der untere Teil des Körpers gewärmt wird. Also wenn man ein Bad nimmt oder so, ist das gesünder, wenn man da insbesondere den unteren Teil des Körpers wärmt. And normally in Tibetan medicine, all kidney and bladder problems, they are all cold, no? You need to keep it warm always, that is important. Und generell wird gesagt, alle Nieren- und Blasenprobleme haben immer mit Kälte zu tun. Also so wird das gesehen in der Medizin. Und da ist gut, eben den unteren Teil des Körpers zu wärmen. And also Tibetan medicine, they talks about that if you take shower or something too hot, hot water in the head is not so healthy also. Und auch wird gesagt, wenn man duscht, ist es nicht so gesund, wenn man sehr viel Hitze, heißes Wasser am Kopf hat. It makes your eye weakness and things like that. Das schwächt die Augen. That better not to take it off. Also das ist besser, das zu vermeiden. That is a little bit general about three element. Anything to ask? Also question? Das ist ein bisschen allgemein über die drei Elemente im Körper. Gibt es dazu Fragen? If I may have a question, there's always going on discussion about this COVID. And I got COVID myself, and I had a friend who is a Chinese medicine practitioner, and she told me to keep my legs in very hot water. Mm-hmm. That'll be, is COVID connected to cold, actually? You know? Mm-hmm. COVID is this pandemic. Is it connected with cold elements? Interestingly enough, it helped me, of course. So okay. Just connected this to what you said about this. Yes, yes. In Tibetan medicine, just generally, mm-hmm. Tibetan medicine, COVID is. There is a many chapter, no? Because it goes to fever, actually. It is part of, we have a one session that only talks about so different kind of fever. It is one part of that. Also die Frage, I'll just translate the question okay. First. Die Frage ging um Covid, ob
ob das mit Kälte zu tun hat. Also meine Erfahrung ist, ich habe Covid auch gehabt und meine Freundin, die chinesische Medizin studiert, hat mir empfohlen, einfach meine Füße in sehr, sehr heißes Wasser zu halten. Das hat mir wirklich geholfen. Was anderes, aber wirklich mit Hitze zu tun gehabt. Und meine Frage war, ob das Covid mit dieser Kälte zu tun hat. Okay. Und also die Antwort bislang war, erstmal, es gibt ganz viele unterschiedliche Fieber und davon ist Covid wird unter den Fiebern besprochen, eingeordnet. In Tibetan Medicine, this Covid and flu and cold and these are normally we call this rimne, rim. Rim, rim means, in English they translate it influenza or something, but rim means, rimba means Tibetan is a stage. There will be have a three stage, always a three stage. Also das wird besprochen zusammen mit Grippe und Erkältung und das wird im Tibetischen, das wird das Wort Rimne dafür benutzt und Rim bedeutet Stufen. Also es gibt drei Stufen dieser, des Verlaufs. And three stages is very important. First stage is, we call it unripening stage. First beginning when you get cold or flu, COVID also, that is the say important that first you get, then beginning inside you have a fever but you feel very shivering and cold, no? Mm-hmm. That is like a unripened fever time, that time. Okay, und die erste Stufe davon wird als unreifes, das unreife Stadium dieser Krankheit beschrieben, dann, also auch bei Grippe und Covid genauso, ist, dass man die Krankheit in sich hat, man hat Fieber und es ist einem sehr kalt. Also das wird als unreif beschrieben. And then second stage is then when it comes out that you have heat in the head and fever, that is then ripened, no? It coming out. Und das der zweite Stadium wird als reifend beschrieben und das ist, wenn man dann Fieber hat und Hitze hat im Kopf und überhaupt im Körper. It's coming out, no? Es kommt dann raus, es bricht aus. Then after when you all fever was so strong, then the end, then again your body becomes cold, no? All fever gone and you get sometime back pain or something like that in the ending. These three stages important. Und das, die dritte Stufe ist die Endstufe und da ist dann das Fieber vorbei und es beruhigt sich wieder und man kriegt aber manchmal Rückenschmerzen und solche Sachen. Also das ist dann die dritte Stufe. And when you get first stage, when you are shivering and cold and that time, it's very important to keep your body warm and to sweat. Mm-hmm. Sweat is very important. That time normally in Tibetan medicine we have some thang, is some tea to drink and take medicine, and then you wrap your body with very warm cloth, and when it sweats and it you feel really good, it will be go away. Und in der ersten Stufe, also wenn man Schüttelfrost hast oder einem wirklich kalt ist, dann ist es sehr wichtig, den Körper ganz warm zu halten. Also in Tibet wird dann manchmal ein bestimmter Tee verschrieben, den man heiß trinkt und dann hüllt man sich in Decken ganz doll, sodass man wirklich schwitzen kann. Das ist ganz wichtig, warm zu sein und zu schwitzen und dann kann das besser werden. And, this COVID was that of this symptom was quite strong and together with also it was heat and together with the behind there was a wind, a lot of strong influenza. Wind was also quite strong, but in this all three stage first to sweat is very important. Und in COVID war eben bestimmend für die Krankheit war diese Hitze und das Windelement hat auch einen Teil dazu gefügt. Insofern, das war eine Kombination der beiden und da ist aber wirklich gut zu schwitzen und warm zu sein. Yeah, just generally also if you have no medicine or any tea, just normally if you have some warm soup or something, take it when you feel this cold, no? Like cold, then you take soup warm, body becomes warm, then take the warm cloth and sweat. After sweating, you will get relief. Und also generell, wenn man sowas hat, dass man einfach zittert und Schüttelfrost hat oder sowas, einem wirklich kalt ist,
und man hat keine Medizin, dann ist das auch schon gut, wenn man heiße Suppe trinkt und sich in Decken hüllt, sodass man wirklich schwitzt, und das kann einem schon sehr viel weiterhelfen. And then when really fever really comes up, then you need some fever medicine to reduce the fever and things. But still, in this all stage, you need to sweat is important, because if you don't sweat, it always stays something inside that make you trouble, I thinking. Mm-hmm. Might be some people, they say long COVID, I make tired and things, because it's still there was something staying inside, not come out. Mm. Und dann, wenn man in der zweiten Stufe ist und Fieber hat, dann ist auch gut, was Medizin zu haben, die das Fieber senkt. Aber eben das Wichtige ist wirklich das Schwitzen am Anfang, damit das rauskommen kann. Und sagt, vielleicht ist auch Long-Covid damit verbunden, dass das, was drin geblieben ist im Körper, nicht wirklich rausgekommen ist. Und das ist eben halt durch das Schwitzen, was durch das Schwitzen passiert. And here in Tibetan medicine, they say, making sweat and then trying to make it, how to say, kill or something together, no? How to say, sweat and then also make the fever out together. Sometimes they have some medicine, that is good. But if not, if sometimes if you think you have too much fever and high, if you take too much pill, no, to against fever, that is all makes body very cool, no? When fever goes away, then wind will come out, and too much cold, then you have like a back pain and also sometimes very tiredness, things like that. Und es gibt bestimmte tibetische Medizin, die das beides auf einmal macht, also die hilft, das Fieber hochzutreiben, und dass es dann auch gleichzeitig aufhört. Also das ist dann, dass man da einen schnellen Durchlauf hat praktisch. Und wenn man zu viel von Medikamenten nimmt, die das Fieber senken, dann machen die einen kalt auch. Also bringen Kälte in den Körper. Und dann kann man Rückenschmerzen kriegen und solche Art von Sachen. Deswegen, da muss man aufpassen. That reason, no need to, if fever is a little bit gone,